hoch. Moin und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich habe mir jetzt über die Narcotics, kann ich mal kurz zeigen, hier diese zwei Stacks habe ich im Prinzip gerade produziert und das hier auch noch, habe ich mir jetzt quasi den Level erkämpft, den ich brauche, um den Kühlschrank freizuschalten. Ich bin jetzt gleich Level 55. Was skillen wir denn? Was skillen wir denn? Ich würde sagen, da wir ja bald in der Arktis überleben müssen, also im Schneebiom, also im Winter dann, kann ich ja nochmal Fortitude skillen. Dann habe ich 20 Fortitude, dann halte ich wieder ein bisschen Temperatur aus. So, jetzt schauen wir mal. Da ist der Kühlschrank. Lernen wir das mal. Was kann ich denn noch Neues machen? Gucken wir mal, gucken wir mal. Ich kann... Oh, ein Metall-Behemoth-Gate könnte ich machen. C4... Mhm. Ein Bronto-Sattel. Ein Argentavis-Sattel kann ich auch machen. Ha, 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 ha. Interessant, interessant. Möglichkeiten über Möglichkeiten tun sich auf. Tun sich langsam auf. Was ist denn noch los? Hab heute wieder einen Sprechfehler, habe ich heute wieder. So, gucken wir mal. Ja, dann haben wir jetzt das, was wir für den Kühlschrank brauchen, nämlich das Engram. Dann kann ich ja mal hoch. Dann kann ich ja mal hochklettern. Und mal gucken, ob ich den jetzt hier bauen kann. Schauen wir mal. Structures. Electric. Ja, kann ich. Okay, dann turnen wir das mal an. Turn me on, baby. Craft Item. Es gibt bestimmt auch viel Erfahrungspunkte, der Kühlschrank. Jawohl, guckt euch mal den Sprung hier an. Habt ihr das gesehen? Es waren bestimmt mindestens 200 Punkte oder so. Okay, nice. Können wir das Ding auch gleich wieder ausmachen. Hat sich ja wahnsinnig gelohnt. Ein Benzin für einen Kühlschrank noch. Also im Prinzip, Benzin hat es ja auch noch gekostet. So, der Kühlschrank, der wird natürlich... Oh, wartet mal. Ich habe ja gesagt, wir können den theoretisch auch hier oben platzieren, ne? Weil ja die Leitung bis nach hier oben reicht. Das ist jetzt die Frage, reicht die Leitung auch bis hier hinten, wenn ich den jetzt zum Beispiel hier hinsetze? Ich würde sagen, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wenn ich den jetzt hier hin mache, zum Beispiel. Weil mein Kochtopf ist ja auch hier oben, dann wäre es natürlich nur sinnvoll, wenn der Kühlschrank auch hier oben ist. Powered! Es hat funktioniert! Nice! Das ist doch viel besser, wenn der Kühlschrank hier oben ist. Dann ist er nämlich gleich beim Kochtopf und ich muss die Sachen ja eh im Kochtopf machen. Insofern ist das doch absolut genial. Okay, was können wir denn da jetzt eigentlich alles reinmachen schon? Können wir da vielleicht schon was unterbringen? Ist da schon was gewachsen in meinem Beet? Können wir ja mal schauen. Können wir mal einen Blick reinwerfen. Das sind noch Seedlings. Schade. Ist noch nichts gewachsen. Haben wir denn hier neuen Dünger? Ja, haben wir. Sehr gut. Das ist wichtig. So. Schauen wir mal. Der hier hat ein bisschen wenig Fertilizer. Dann machen wir da mal gleich welchen hinein. Und bei den anderen sieht es eigentlich noch gut aus. Da brauchen wir eigentlich gar keinen Fertilizer. Guckt euch das mal an. Ich lege jetzt einfach mal... Was hatte ich gebraucht für ein Paracea-Dings? Habe ich Zitronen gebraucht, ne? Dann packe ich mal hier noch einen rein, damit die hier auf jeden Fall gut gedüngt sind. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, je mehr Dünger drin ist, dass die Pflanzen dann schneller wachsen. Ich weiß es nicht. Also in echt... Wie ist es denn in echt? Wenn Boden überdüngt ist, wächst ja gar nichts mehr eigentlich. Egal, ach, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt nochmal dafür sorgen, dass ich vielleicht noch so zwei Düngertöpfe machen kann. Dass wir da auf jeden Fall nochmal auf der sicheren Seite sind, dass wir genug Dünger produzieren. Dass wir vielleicht ein Überangebot an Dünger haben. Das wäre nicht schlecht, weil ich glaube, momentan ist es so, dass quasi der Dünger ein bisschen hinterherhängt. Schauen wir mal, wir machen einfach mal jetzt hier Holz-Action. Holz. Holz. Noch mehr Holz. Und noch viel mehr Holz.
Holz, Holz, Holz. So. Schauen wir mal, kann ich jetzt die Box machen? 3 Stück, ich mache aber mal nur 2. Ich glaube, 2 müssten reichen. Kompostbin. So. Alles klar. Dann los. Rauf auf den Affen, zurück in die Base. Und die Kompostkisten hinsetzen. So. So. Wo platzieren wir die denn? Ich könnte die natürlich... Schauen wir mal. So, hier hin, so. Ja, das passt sogar. Nice. Moment. Das kriegen wir noch ein bisschen feiner hin. Oder auch nicht. Moment, es geht auch bestimmt hier. Jawohl, so machen wir das einfach. Verschwendet man nicht so viel Platz hier. Komm schon, wenn es da auf der anderen Seite ging, geht es hier genauso. Alles klar. Sehr gut. Und dann ist jetzt im Prinzip wieder das gleiche zu tun wie vorhin. Oder wie in der letzten Folge. Ich muss Thatches reinlegen, dann kann ich das Holz hier gleich abladen. Und den Chitin kann man auch mal weglegen. Brauchen wir auch nicht. Moment, da fällt mir noch was auf. So. 300er Stacks, also 300. 300 Einheiten Thatches. Die stopfen wir jetzt in die 2 neuen Kisten rein. Das heißt, hier einmal 100 und einmal 50. Und hier drüben auch einmal 100 und einmal 50. So. Und jetzt heißt es wieder Kacke sammeln. Da! Ein Häufchen! Schnell aufheben, bevor es weg ist. Die Häufchen verschwinden immer so verdammt schnell. Kann ich euch eigentlich zwischen die Beine... Ja, ich kann euch zwischen die Beine. Das ist natürlich viel besser. Kann ich das Ganze viel besser erreichen. Ja, noch mehr Kacke. Gebt mir eure Kacke. Haha, das habe ich ja gerne, wenn ihr alle gleichzeitig kackt. Wunderbar. Ihr könnt meine Gedanken lesen. Ich liebe die Affen. Die wissen halt genau, was ich brauche. Ja? Die wissen genau, was mich glücklich macht. Furzgeräusche und Kackhäufchen. Das lobe ich mir. Du hast nichts produziert. Schade. So, dann machen wir mal hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So, dann brauchen wir noch mehr. Wir brauchen mehr Kacke. Mehr Kacke. Komm, drückt mal was ab hier. Wir müssen mir mal jetzt hier alle helfen. Alle müssen jetzt hier mitmachen. Wir müssen alle mithelfen jetzt. Ah, der Frosch hat ein Level ab. Movement Speed kriegt er ordentlich viel. Pro Punkt kriegt er 5% Movement Speed. Das ist natürlich nice. Ich habe hier was furzen gehört. Irgendwer hat hier gefurzt. Du warst das, genau. Immer her damit. Mit dem großen Scheiße-Brocken da. Ah, hier ist noch was. Da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was. Schnell, bevor es weg ist. Kommt, drückt mal ein bisschen schneller was ab hier. Sehr gut. Das ist Initiative hier, das lobe ich mir. So. Hier. 1, 2. So, da packen wir dann die Medium-Dinger auch noch mit dazu. Und die Human-Fekes packen wir hier wieder mit rein. So, jetzt gehe ich nochmal ins Affenhaus. Hier hat jemand gefurzt. Wer war das? Du. Medium-Fekes brauche ich einige. Noch, da brauche ich noch mindestens 2. Also jetzt noch 1. Kano, Kano, kannst du mal... Ah! Sehr gut. Halt! Schnell aufsammeln. Und gleich in die Kiste damit. Damit der Dreier, das Dreierpack voll ist. Denn man braucht ja immer von jeder Art von Kacke, braucht man ja immer 3 Stück. Das heißt, hier brauche ich noch einmal Small. Medium haben wir hier 3-mal drin. Einmal Small brauche ich noch, bitte. Einmal Small Animal Fecus, bitte. Einmal Kacken, bitte. Ein Affe vielleicht. Da haben wir noch schon das Corpus Delicti. Sehr gut. Moment.
Das ist so unglaublich. Das, was man in der Realität überhaupt nicht gerne macht, macht man in diesem Spiel einfach super gerne. Kacke sammeln, ne? Das ist unglaublich. Computerspiele bringen uns halt dazu, Dinge zu tun, die wir im normalen Leben niemals tun würden. Ja, das muss man auch mal sagen. Also zum Beispiel Kacke sammeln, Menschen töten. Halt, was man halt sonst gerne tun würde, aber nie tut. Okay. Gebt mir eure Kacke. Gebt mir eure Kacke. Oh, du hast ein Level up. Kriegst gleich mal Leben oben drauf. Ihr seid alle nicht produktiv genug, muss ich mal sagen jetzt hier. Da muss ich mal kritisch anmerken. Ihr seid alle zu unproduktiv. Also hier im Spiel jetzt, die Viecher. Ich brauche viel mehr Kacke. Müsst mehr produzieren. Hier können wir noch was reinlegen. Small Animal Fecus haben wir auch noch. Okay, die packen wir mal hier mit rein. Eine Scheiße hier. Eine riesige Scheiße. Okay, Moment. Hier haben wir noch Small Animal Fecus. Sehr gut. Hast du ein Level up? Du hast ein Level up. Was gebe ich dir denn? Stamina. So, Medium-Fähiges hebe ich jetzt nicht mehr auf. Das lassen wir mal jetzt. Das brauchen wir eigentlich gar nicht so wirklich dringend. Hier brauchte ich noch irgendwo Human-Fähiges, genau. Small Animal-Fähiges brauchen wir hier noch einmal. Okay, einmal Human-Fähiges. Das kriege ich von den kleinen Affen. Und dann sind alle Kisten voll, ne? Kann mal einer von... Jawohl, nice. Jawohl, sehr gut. Perfekt. Perfekt. So, das kommt gleich in die Kiste rein. In welche, frage ich mich? In die hier? Jawohl. Okay. Gut. Die ist voll. Die ist voll. Die ist voll. Ja gut, dann haben wir jetzt... Dann müssten wir jetzt eigentlich immer genug Nachschub kriegen hier. Ich würde sagen, ich hole jetzt nochmal Thatches. Und mach mal die Tür vom Affenhaus zu. Die muss ja nicht offen bleiben. Sonst werden die Affen... Sonst fangen die an zu frieren. Und wenn die Affen frieren, dann werden sie immer so krantig. Ja, dann nehmen sie mir das übel. Das wollen wir ja nicht, dass die Affen schlechte Laune haben. So, jetzt ordentlich Thatches besorgen hier. Ja, können wir ruhig mal ein paar hunderter Stacks jetzt machen. Kann nicht schaden. Weil diese Düngerproduktion verbraucht halt auch unheimlich viel Thatches. Und Thatches brauchen wir ja nicht nur für den Dünger, das brauchen wir ja auch noch zum Bauen. Deshalb ist das gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt hier noch eine ordentliche Menge an Thatches auf Lager... Ich wollte gerade sagen, warum hat der Baum einen Schwanz? So geht das ja nicht hier. Voll erschrocken. So. Alles klar. So, ein bisschen mehr noch, komm. Wir können immer noch was tragen. Warum lasse ich eigentlich meinen Affen da hinten stehen? Vor allem der Affe kann doch eigentlich auch Thatches produzieren. Warum mache ich das jetzt eigentlich mit meiner Axt? Moment. Affe, komm mal her. Du musst mal jetzt helfen hier. Wie viel habe ich eigentlich schon an Thatches? Muss ich gleich mal gucken. Komm mal her, Affe. So. Wie sieht's denn aus? 300er Stacks. Okay, da geht noch einiges. Ich würde sagen, wir hauen uns hier mal so ein bisschen durch. So. Ja, das ist ja fast genauso gut wie meine Axt hier. Wie meine Spitzhacke, meine ich. Was der Affe so abfarmt an Thatches. Nicht schlecht. Ich sag's ja, die Affen, die haben es echt drauf. Irgendwer meinte in den Kommentaren auch so von wegen, die Dinos sind ja viel cooler als die Affen. Ich muss sagen, das ist... Die Meinung, die demjenigen zusteht, ja, aber ich muss sagen, ich bin anderer Meinung. Ich finde die Affen viel cooler. Das sind so echte Allrounder, ja. Die können halt irgendwie alles. Die können zwar nichts so wirklich gut, aber sie können von allem irgendwie etwas. Und das reicht mir eigentlich schon. Ja, ich bin ja nicht so jemand, der jetzt da sich sagt, okay, heute nehme ich für die Aufgabe, nehme ich den Dino. Das Einzige, was die Affen halt überhaupt nicht können, also wirklich gar nicht können, das ist Steine farmen und Eisen farmen. Und ich habe auch schon überlegt, ich müsste mir eigentlich mal ganz dringend ein Gürteltier und ein Ankylo besorgen, weil dann könnte ich nämlich viel schneller Eisen und Steine abbauen. Aber da müsste ich die Viecher dann natürlich auch erstmal in eine Gegend bringen, wo Eisen und Steine in Hülle und Fülle vorkommen.
Das ist halt auch wieder so ein Ding. Und da muss ich zuerst mal, da müsste ich dann nochmal eine Basis dann in so einer Gegend bauen. Damit die dann da auch relativ sicher stehen können. Also das wäre dann nochmal so ein Projekt für die Zukunft, nochmal eine Basis zu bauen, wo halt wirklich viel Eisen ist. Okay, so, wir haben jetzt ganz viele Sedges. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles klar, 6 Stacks, das ist wunderbar. Die stopfen wir hier gleich mal rein. Einmal, damit wir hier quasi die Maximalmenge an Thatches haben. So, da und da. Sehr gut. Alles klar, das kann sich jetzt langsam aber sicher zu Dünger umverarbeiten. Und ich muss essen. So. Was haben wir jetzt noch? Was haben wir jetzt noch? Genau, ich wollte die Thatches ablegen, die wir jetzt noch übrig haben. Moment, das machen wir mal so. Ein paar Thatches ist immer ganz gut, die noch im Inventar zu behalten. Falls man mal doch in irgendwie einer kargen Gegend ist, wo gerade nicht so wirklich viel am Start ist und man schnell irgendwie was reparieren muss. Zum Beispiel die Fackel oder so. Gut. Dann haben wir das jetzt erstmal. Ich würde sagen, das war's dann auch für die Folge. Ich hoffe mal, dass das nicht allzu lange dauert hier mit dem Garten, bis da mal was richtig gewachsen ist. Müssen wir mal schauen. Noch sind das alles Seedlings. Die nächste Stufe ist dann der Mittling und danach kommt der Fruitling und dann kommen erst die Feldfrüchte raus. Das wird wohl noch eine Weile dauern. Muss ich noch ein bisschen was offscreen machen am besten in der Zeit. Ich habe mir schon überlegt, ob ich die alte Base wieder herrichten soll. Auf jeden Fall, was ich auch noch offscreen machen werde, ist, ich werde mir einen zweiten Pachi, also ich werde mir von jedem Vieh, was ich jetzt hier als Männchen rumstehen habe, nochmal das Äquivalent zähmen als Weibchen. Ja, also quasi nochmal einen weiblichen Part. Hier vom Para, also einen weiblichen Para, einen weiblichen Pachi, einen weiblichen Trike. Das kann ich auch offscreen machen. Das muss ich euch auch nicht zeigen. Ihr habt das ja im Prinzip schon gesehen, wie ich die gezähmt habe. Hier auch der Frosch, da könnte man auch noch ein weibliches Gegenstück machen. Oder also zähmen. Beim Kano, ja, könnte man sich ein männliches Tier zähmen. Aber ich meine, der legt auch so Eier. Genauso wie der Raptor, da brauche ich eigentlich keinen zweiten. Beim Stego wäre es auch noch ganz interessant, ein Weibchen zu haben. Das werde ich auf jeden Fall offscreen machen. Ja, das muss ich euch nicht zeigen. Könnte dann schon sein, dass in der nächsten Folge dann schon das ein oder andere Vieh dann am Start ist. Als Weibchen. Ist ja auch ganz nett für die Tiere, dann sind die nicht so alleine. Dann haben sie quasi einen Partner, ja, dann stehen sie ja nicht immer so alleine rum, so einsam. Die Affen sind ja auch nicht alleine, die haben ja auch eine schöne Gruppe. Affen sind ja auch sehr soziale Tiere, ja. Die sind ja auch quasi fast immer in der Gruppe unterwegs. Deshalb ist das auch ganz wichtig, was ich hier gemacht habe für die Affen, damit die Affen sich wohlfühlen, ja. Damit sie halt hier so einen gemeinschaftlichen Raum haben. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder, dann vielleicht schon mit der Möglichkeit, dann Kibbles zu machen. Schauen wir mal. Bis zur nächsten Folge, Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.